Für eines meiner aktuellen Projekte benötigte ich einen 3,3 Volt USB nach seriell TTL Adapter. Ich dachte, ich hätte ein 5 Volt Modell, weil ich bereits erfolgreich Atmel 328P Prozessoren damit programmiert hatte. Darum dachte ich, ich müsste eine Spannungsteilerschaltung einsetzen, um das Zielmodul nicht zu beschädigen. Beim Check mit dem Oszilloskop zeigte sich aber, dass ich bereits 3,3 Volt Pegel hatte, oder 3,56, um exakt zu sein. Das wird nachher noch wichtig. Der Chipsatz ist tatsächlich ein echter 3,3 Volt Chipsatz. Und im Datenblatt war nirgendwo zu finden, ob die Eingänge 5 Volt tolerant sind. Denn der Atmel Microcontroller hätte ansonsten eigentlich das Modul beschädigen sollen. Im Forum fand ich tatsächlich einen Hinweis darauf, dass die Eingänge 5 Volt tolerant sind. Warum konnte ich aber den Atmel Microcontroller überhaupt programmieren? Die Pegel des Konvertermoduls lagen exakt an der Schwelle, dass das funktionieren konnte. Die saubere Lösung ist allerdings ein Level Shifter, so wie er hier zu sehen ist.